Und dann rufe ich auch den Top 2 auf. Die Regierungserklärung des hessischen Kultusministers: In Krisenzeiten das Wesentliche im Blick behalten. Unsere Schulen stehen im Mittelpunkt. Die zwischen den Fraktionen vereinbarte Redezeit ist 15 Minuten. Und wenn der Staatsminister geredet hat, machen wir das in der üblichen Reihenfolge. Die Sozialdemokraten, dann kommt Bündnis 90 die Grünen, dann kommt die AfD, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann die CDU. Und wenn die fraktionslose Abgeordnete sprechen muss, dann die fraktionslose Abgeordnete. Herr Staatsminister, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Bitte schön. Es ist immer so, wenn man nach der Sommerpause als Erster redet, dann muss man es erst einmal einstellen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben zweifelsohne in einer Art von Ausnahmezustand. Und das Wesen des Ausnahmezustands ist seine mangelnde Planbarkeit. Das bedeutet nicht, dass man keine Pläne machen würde. Man kann Pläne machen. Ja, man muss sie sogar machen, gerade auch für diese Situation. Aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass diese Pläne einmal gemacht von Dauer sind. So wie die Entwicklung der Pandemie dynamisch verläuft, müssen wir auch fortlaufend auf sie reagieren. Möglichst schnell, notfalls auch sehr kurzfristig und möglichst effektiv. Das sind die zentralen Kennzeichen der gegenwärtigen Herausforderung, und so gehen wir damit seit fast 6 Monaten um. Meine Damen und Herren, mit den Schulschließungen am 16. März musste die Hessische Landesregierung auf Basis der damaligen Daten und Erkenntnislage einen Schritt gehen, der in der Geschichte unseres Landes einzigartig war. Seither unterziehen wir die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Infektionsschutz auf der einen Seite und den Einschränkungen für das öffentliche Leben auf der anderen Seite einer immer neuen Abwägung. Nur dadurch war es möglich, den Schulbetrieb und damit den Präsenzunterricht seit dem 27. April schrittweise in verkleinerter Klassenstärke sowie unter Wahrung von Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen wieder aufzunehmen. Und schon zuvor wurden im März 70.000 schriftliche Abiturprüfungen ohne nennenswerte Zwischenfälle abgelegt. Meine Damen und Herren, das war eine großartige Leistung unserer Schulen und bundesweit Vorbild für alle anderen Länder. Wir haben uns an jeden Öffnungsschritt sorgsam herangetastet. Das zeigt auch der letzte Schritt in dieser Reihe. Unter Wahrung der Lerngruppenkonstanz, die an Grundschulen am ehesten zu organisieren ist, konnten wir in den letzten beiden Wochen vor den Sommerferien für alle Grundschülerinnen und Grundschüler wieder Präsenzunterricht an 5 Tagen in der Woche anbieten. Dabei sind noch nie, binnen so kurzer Zeit, so viele Erlasse und Informationsschreiben an unsere Schulen gegangen wie in den vergangenen Wochen und Monaten. Diese Fülle an Informationen steht exemplarisch für die Unplanbarkeit einer Pandemie. Wir wissen, wie wichtig unter normalen Umständen Verlässlichkeit und Planbarkeit gerade für die Schulen sind. Aber wenn man ständig mit dem Unvorhersehbaren rechnen muss, dann stößt dieser Wunsch an seine Grenzen. Und wir leben nicht in normalen Verhältnissen, meine Damen und Herren. Die Pandemie verlangt unseren Schulleitungen und den Lehrkräften Außergewöhnliches ab, um den derzeitigen schulischen Alltag zu gestalten. Diese Herausforderungen zu meistern gelingt nur, weil an unseren Schulen hervorragende Arbeit geleistet wird. Darauf können wir stolz sein, und das lässt mich auch mit großem Vertrauen auf die vor uns liegende Zeit blicken. Unseren Lehrerinnen und Lehrern gilt deshalb ein ausdrücklicher Dank. Vielen Dank, und ich möchte diesen Dank gerne auch an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bildungsverwaltung richten. Auch Sie haben die Arbeit unserer Schulen mit einem Höchstmaß an Flexibilität bestmöglich unterstützt. Gemeinsam mit Schulleiterinnen und Schulleitern aller Schulformen und Schulamtsbezirke in Hessen, mit dem Landeselternbeirat, mit der Landesschülervertretung, mit dem Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer haben wir in einer Konzeptgruppe noch vor dem Beginn der Sommerferien Leitlinien für den Schuljahresstart erarbeitet und werden diese Gruppe auch in den kommenden Monaten regelmäßig tagen lassen. In Anlehnung an die Beschlussfassung aller Länder in der Kultusministerkonferenz am 18. Juni sind wir in Hessen nach den Sommerferien in allen Schulformen zu einem Präsenzunterricht an 5 Tagen in der Woche zurückgekehrt. Gemeinsam mit der Konzeptgruppe haben wir uns dabei entschieden, der Abdeckung der Stundentafel oberste Priorität einzuräumen. Meine Damen und Herren, das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. Der Bildungsanspruch unserer Kinder und Jugendlichen ist wesentlich für das Handeln der Hessischen Landesregierung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, jeder Tag, an dem wir regulären Unterricht anbieten können, ist ein guter Tag für den Lernfortschritt unserer Schülerinnen und Schüler. Die
ersten beiden Schulwochen haben unsere Vorgehensweise bestätigt, wonach die Gesundheitsämter in Absprache mit den staatlichen Schulämtern vor Ort, lokal oder regional, über die Anordnung weitergehender Schutzmaßnahmen entscheiden. Ein Nullrisiko gibt es dabei freilich nicht und kann es auch nicht geben. Es wird auch weiterhin zu lokalen Ausbrüchen kommen. Und wir wissen, dass wir deshalb auch die Quarantäne einzelner Lerngruppen oder kurzzeitige Schulschließungen nicht gänzlich vermeiden können. In dieser Pandemie müssen wir damit rechnen. Ich warne aber vor vorschnellem Aktionismus und Panikmachen. Alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig bleiben. Und was verhältnismäßig ist, bestimmt sich nach den lokalen Gegebenheiten und kann daher sinnvollerweise auch nur von den Entscheidungsträgern vor Ort festgelegt werden. Bei allen diesen Entscheidungen hat das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte oberste Priorität. Wir sind in der Lage, alle Maßnahmen jederzeit in die eine wie andere Richtung anzupassen. Jede Verschärfung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen führt automatisch zu einer Veränderung der unterrichtlichen und organisatorischen Abläufe. Infektionsschutz und Schulbetrieb bedingen sich gegenseitig. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Konzeptgruppe einen Leitfaden für die Schulen erarbeitet. Der Leitfaden beschreibt in Anlehnung an die aktuell von der Kultusministerkonferenz formulierten Stufen vier unterschiedliche Grade des Infektionsgeschehens und die daraus folgenden schulorganisatorischen Konsequenzen. Die erste Stufe ist der angepasste Regelbetrieb, mit dem wir das Schuljahr gestartet sind. In der zweiten Stufe, dem eingeschränkten Regelbetrieb, gelten strengere Anforderungen an die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und die Lerngruppenkonstanz. In der dritten Stufe greift ein Wechselmodell mit einer Kombination von Präsenz- und Distanzunterricht in geteilten Lerngruppen. Bei schulbezogenen oder regionalen Schulschließungen kann in einer vierten Stufe ausschließlich Distanzunterricht erteilt werden. Umfassende Schulschließungen wollen wir jedoch nach Möglichkeit vermeiden. Und das haben wir bislang auch sehr gut geschafft, meine Damen und Herren. Ich gebe Ihnen dazu gerne den Stand von heute Morgen. Da ist eine Schule in ganz Hessen geschlossen, eine kleine Förderschule im Wetteraukreis. Und von allen unseren Klassen und Lerngruppen, das sind ja fast 40.000, die wir in Hessen haben, befanden sich heute 0,33% in Quarantäne. Ja, mir wären 0,00% auch lieber, und unter normalen Umständen wäre das auch der Fall. Aber ich finde, wenn man in Rechnung stellt, in was für einer Situation wir uns mit dieser Pandemie befinden, dann ist das ein sehr hoffnungsfrohes Zeichen. Meine Damen und Herren, die Einbindung der Konzeptgruppe in die Erstellung des Leitfadens hat uns wichtige Anregungen und Hinweise gegeben. Von unseren Praktikerinnen und Praktikern, von den Eltern und Schülern direkt aus den Schulen zu erfahren, wo der Schuh drückt, ist schon in normalen Zeiten wichtig. In der jetzigen Situation sind ihre Erfahrungen Gold wert. Der Leitfaden ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir den Schulen so viel Handlungssicherheit wie möglich geben wollen, ihnen jedoch gleichzeitig ausreichend Spielräume lassen, um die einzelnen Szenarien orientiert an den Gegebenheiten vor Ort inhaltlich auszugestalten. Die Rückmeldungen der Schulen bestätigen uns in diesem Vorgehen, und wir unterstützen sie über die Corona-Beauftragten unserer Schulämter und notfalls mit ganzen Unterstützungsteams. Die hessische Bevölkerung hat bewiesen, dass sie verantwortungsvoll mit Hygienevorschriften und Abstandsregeln umgehen kann. Es gilt, auch weiterhin besonnen zu bleiben. Die Hessische Landesregierung nimmt die Sorgen und Ängste des pädagogischen Personals sowie von Eltern, Schülerinnen und Schülern sehr ernst. Für mich ist es wichtig, dass wir unserer Fürsorgepflicht gegenüber allen Personen in unseren Schulen nachkommen. Deshalb passen wir unseren übrigens schon zu Ostern formulierten Hygieneplan fortlaufend an. Und dafür ist der Umgang mit der Maskenpflicht der viel diskutierten ein sehr gutes Beispiel. Welchem Prinzip folgen wir dabei? Wir folgen dem Prinzip, das wir auch in anderen Bereichen außerhalb der Schule bis hin zu diesem Hohen Hause anwenden, nämlich Maskenpflicht dort, wo Bewegung herrscht, wo sich Menschen begegnen, und ein Ende der Maskenpflicht dann, wenn Menschen fest auf bestimmten Plätzen sitzen. Deswegen haben wir die Maskenpflicht in Schulen außerhalb des Unterrichts landesweit angeordnet, wobei Schulen, die das Infektionsrisiko anderweitig minimieren können, davon auch abweichen dürfen. Deswegen gilt andererseits eine Maskenpflicht im Unterricht nur, wenn sie aufgrund einer besonderen Infektionslage vor Ort vom Gesundheitsamt angeordnet wird. Weil wir diese Pflicht nämlich aus pädagogischen und aus Gründen der sozialen Interaktion grundsätzlich nicht wollen, sie aber natürlich der Schließung einer gesamten Schule immer noch vorzuziehen ist. Der Rest bleibt freiwillig, und darüber hinaus gelten selbstverständlich die bekannten Schutz- und Hygienemaßnahmen. Meine Damen und Herren, in diesem Schuljahr stehen Lehrerinnen und Lehrer nicht in gleicher Weise für den Präsenzunterricht zur Verfügung wie in den Zeiten vor der Pandemie. Ich bin allerdings sehr beeindruckt,
dass von der Möglichkeit, sich mit einem ärztlichen Attest vom Präsenzunterricht befreien zu lassen, nur 3% der Lehrkräfte Gebrauch gemacht haben. Das zeigt das hohe Engagement unserer Lehrerinnen und Lehrer für den Bildungserfolg ihrer Schülerinnen und Schüler. Und auch dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir ermöglichen aber auch über eine Ausschüttung aus dem Corona-Sondervermögen in Höhe von 150 Millionen Euro den Abschluss befristeter TVH-Verträge, stellen Schutzausrüstung zur Verfügung und bieten für alle in Schule Beschäftigten kostenfreie Tests an. Über 12.000 haben davon bereits Gebrauch gemacht, glücklicherweise nahezu ohne ein positives Ergebnis. Meine Damen und Herren, die Schulen haben während des Lockdowns und der verschiedenen Schulöffnungsschritte umfängliche Erfahrungen zur Verzahnung von Präsenz- und Distanzunterricht gesammelt, von denen die Kollegien untereinander und die Schulen gegenseitig profitieren. Viele Schulen haben wichtige Impulse für die Unterrichts- und Schulentwicklung erhalten. Diese Impulse weiterzutragen und für möglichst viele nutzbar zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgabenstellungen für die Zukunft. Trotzdem gilt auch, was wir in den vergangenen Monaten allüberall festgestellt haben. Keine Videokonferenz kann den direkten Blickkontakt und die Kultur des Miteinanders ersetzen. Keine E-Mail und kein Anruf kann so viel wert sein wie ein persönliches Gespräch zwischen der Lehrkraft und der Schülerin bzw. dem Schüler. Schule ermöglicht nicht nur das Lernen fachlicher Inhalte. Sie schafft auch den Raum, um soziale, emotionale und personale Kompetenzen zu erwerben. Nach den Wochen der Schulschließungen und des eingeschränkten Regelbetriebs brauchen unsere Schülerinnen und Schüler einen regulären Schulunterricht, soweit dies vor Ort organisatorisch und personell möglich ist. Es geht dabei um Bildungserfolge und um gelingende Bildungsbiografie. Und ein besonderes Augenmerk müssen wir auf diejenigen Schülerinnen und Schüler richten, die in diesem Schuljahr mehr denn je auf Förderung und Unterstützung angewiesen sind. Zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr und um Lernrückstände aus der Zeit des eingeschränkten Schulbetriebs zu kompensieren, haben mehr als 22.000 Schülerinnen und Schüler unsere Lernangebote in den Sommerferien, also die Ferienakademien und die schulbezogenen Sommercamps wahrgenommen. Das zeigt auch, wie motiviert unsere Schülerinnen und Schüler sind, meine Damen und Herren. Und sollte es wegen steigender Infektionszahlen erneut zu einer vorübergehenden Aussetzung des Präsenzunterrichts an einzelnen Orten kommen, sind unsere Schulen inzwischen auch besser auf den Distanzunterricht vorbereitet. Denn in Sachen Digitalisierung haben Schulen und Bildungsverwaltung in den vergangenen Monaten gemeinsam einen großen Schritt nach vorn gemacht. Unser Schulportal haben wir mit Hochdruck ausgebaut, sodass alle Schulen im Laufe des ersten Schulhalbjahres die wesentlichen Funktionen werden nutzen können. Rund 1.000 Schulen tun dies bereits. In diesem Rahmen ist auch eine Videokonferenzlösung für die pädagogische Arbeit der Lehrkräfte auf Distanz in Vorbereitung. Und bis zu ihrer Verwirklichung stehen übergangsweise andere Möglichkeiten zur Verfügung, die das Land finanziert. Rund 90% der Schulen in unserem Land sind bereits an das Gigabit-Netz angeschlossen, projektiert oder befinden sich im Aufbau. Das Ziel der Landesregierung ist es, bis 2022 möglichst alle Schulen in Hessen an das Highspeed-Netz anzubinden. Allein in den letzten 9 Monaten, und dafür möchte ich an dieser Stelle auch der Digitalministerin ein herzliches Dankeschön sagen, hat sich die Zahl der angeschlossenen Schulen verdoppelt. Und alle unsere rund 60.000 Lehrkräfte haben nunmehr die Möglichkeit, eine rechtssichere und datenschutzkonforme dienstliche E-Mail-Adresse zu nutzen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, die Mittel aus dem Digitalpakt in Höhe von 500 Millionen Euro dienen in erster Linie dem flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur an Hessens Schulen. Mit dem Sofortausstattungsprogramm von Bund und Ländern als Zusatzprogramm zum Digitalpakt nehmen wir darüber hinaus all jene Schülerinnen und Schüler in den Blick, die nicht über ein Endgerät verfügen können. Sie erhalten bei Bedarf leihweise ein mobiles Endgerät. Sechzigtausend dieser Geräte wurden inzwischen bereits von den Schulträgern angeschafft. Ja, ich weiß, es gibt da an der einen oder anderen Stelle noch Lieferschwierigkeiten. Und das ist bedauerlich. Aber man darf doch mal feststellen, 60.000 Endgeräte, wann hat es das denn jemals zuvor gegeben, dass in so kurzer Zeit so viel beschafft worden ist an Ausstattung für unsere Schulen? Dank einer fraktionsübergreifenden Mehrheit in diesem Hause, auch dafür sage ich Dank, konnten wir die Bundesmittel aus dem Sofortausstattungsprogramm in Höhe von 37 Millionen Euro mit Landesmitteln erheblich auf insgesamt 50 Millionen Euro aufstocken. Und diese gesamten Fördermittel wurden ohne Antragstellung direkt an die Schulträger durchgereicht. Der nächste wichtige Schritt ist nun, den Schulträgern Mittel für den IT-Support zur Verfügung zu stellen. Denn von diesen Aufgaben wollen wir die Lehrkräfte entlasten. Diese Finanzierung wird aus der zweiten Erweiterung des Digitalpaktes erfolgen.
Und bei einem Treffen einiger Kollegen mit Bundeskanzlerin Merkel am Ende der Sommerferien haben wir vereinbart, schnellstmöglich alle Schulen in der erforderlichen Weise an das schnelle Internet anzuschließen, Schülerinnen und Schülern zu Hause einen bezahlbaren Zugang zum Internet zu ermöglichen und auch die Lehrerinnen und Lehrer mit Endgeräten auszustatten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber gerade im digitalen Zeitalter ist das Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft und die eigene Urteilsfähigkeit von wachsender Bedeutung. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Das humanistische Bildungsverständnis Wilhelm von Humboldts verliert auch in Zeiten der Digitalisierung keinesfalls an Aktualität. Bildung ist der zentrale Schlüssel zum Erhalt unserer demokratischen Ordnung. Wenn Menschen gewalttätig werden, weil sie die Ernsthaftigkeit dieser Pandemie nicht akzeptieren wollen, wenn in den sozialen Medien Verschwörungstheoretiker ihre Ideen verbreiten und Demonstrationen gegen Corona-Einschränkungen rechten Gesinnungen eine Plattform bieten, dann tragen Demokratieerziehung und Wertevermittlung in diesen Krisenzeiten noch mehr als sonst dazu bei, junge Menschen zu mündigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern heranzubilden. Herr Staatsminister, nur den Hinweis auf die Redezeit der Fraktionen. Vielen Dank, Herr Präsident. Lassen Sie mich zum Abschluss aber noch ein kurzes Wort zu den Familien sagen. Die Familien in Hessen haben in der zurückliegenden Zeit eine außergewöhnliche Situation gemeistert. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, das Infektionsgeschehen in unserem Land unter Kontrolle zu halten. Die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung hat viele Eltern an organisatorische Grenzen gebracht. Und es bleiben viele Eltern kaum noch Spielräume, auch weil nicht jeder Arbeitgeber wirtschaftlich in der Lage ist, weitere Zugeständnisse an die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu machen, um ihre Kinder weiterhin zu Hause zu betreuen. Auch die Eltern müssen daher mit einem gewohnten Schulalltag ihrer Kinder planen können. Und auch für sie setzen wir uns ein. Aus gutem Grund verzeichnet der Bildungsetat mit 4,2 Milliarden Euro und einer Steigerung von 158 Millionen Euro in diesem Jahr ein neues Rekordniveau. Die Zahl der Lehrerstellen an hessischen Schulen hat sich in den vergangenen 20 Jahren trotz gesunkener Schülerzahl deutlich erhöht. Nie standen den hessischen Schulen mehr Stellen zur Verfügung. Allein seit 2014 haben wir rund 5.000 neue Stellen geschaffen. Für dieses Schuljahr verzeichnen wir einen Zuwachs von 770 Stellen, von denen etwa die Hälfte für den weiteren Ganztagsausbau zur Verfügung steht. 9 von 10 weiterführenden Schulen und 2 Drittel aller Grundschulen in Hessen verfügen mittlerweile über ein Ganztagsprogramm mit verlässlichen Bildungs- und Betreuungsangeboten, und es werden jährlich mehr. Einen Schwerpunkt setzen wir auch weiterhin in der Grundschule mit einer zusätzlichen Deutschstunde und mit dem Sozial- und Integrationsindex für Schulen, die in einem besonders schwierigen Umfeld arbeiten. Außerdem wird es 100 Stellen mehr für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst geben und zum Wintersemester noch einmal 165 Studienplätze mehr im Grund- und Förderschullehramt. 14 Schulen in Hessen gehen im neuen Schuljahr den Schritt hin zu mehr pädagogischer Eigenverantwortung und erhalten damit die Möglichkeit, bei der Erreichung der Bildungsziele pädagogisch neue Wege zu gehen. Das will ich nur einmal erwähnt haben, damit man auch sieht, auch in Zeiten, in denen natürlich die Corona-Pandemie und die Diskussion darüber alles beherrscht, vernachlässigen wir nicht die bildungspolitischen Aufgaben, auf die wir auch, wenn wir wieder im Normalbetrieb unterwegs sind, so dringend angewiesen sind, meine Damen und Herren. Für den Moment aber ist sich die Hessische Landesregierung und die Bildungsverwaltung ihrer besonderen Verantwortung für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung und den Bildungsauftrag von 760.000 Schülerinnen und Schülern an knapp 1.800 öffentlichen Schulen in diesem Land bewusst. Gemeinsam müssen wir vom Krisenmodus so weit wie möglich in den Normalbetrieb zurückkehren. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen unsere Schülerinnen und Schüler und ihre Familien und nicht minder die Lehrerinnen und Lehrer und das pädagogische und nicht pädagogische Personal an unseren Schulen. Alle unsere Anstrengungen sind darauf ausgerichtet, unseren Schulen in diesen Krisenzeiten so viel Planbarkeit und Gestaltungsfreiheit zu geben, wie es gesundheitspolitisch möglich ist. In Krisenzeiten das Wesentliche im Blick behalten, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind die Menschen, die Motor und Leitmotiv unserer Bildungspolitik sind, jetzt und in Zukunft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Degen mit dem entsprechenden Antrag.
Zuschlag zeitlich. Bitte schön, Herr Kollege Degen. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in den vergangenen Monaten erlebt, welche große Bedeutung der Präsenzunterricht für die Bildungsgerechtigkeit hat, wenn er über einen längeren Zeitraum ausfällt. Wir haben erlebt, welch wichtigen Beitrag unsere Schulen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf leisten, wenn er auch noch ausbaufähig im Ganztagsbereich. Und wir haben erlebt, wie nicht nur, aber doch vor allem Frauen besonders belastet werden, weil, ob sie es waren, die Job und Kinder gleichzeitig stemmen mussten, meine Damen und Herren. Und das Unterrichten und Lernen in diesem Zeitraum, in welcher Form auch immer, irgendwie stattgefunden hat, das, meine Damen und Herren, ist nicht nur den Lehrkräften zu verdanken, sondern vor allem auch den Eltern. Das sind schon besondere Herausforderungen, wenn Familien mit mehreren Kindern, Familien ohne Balkon oder Garten, Familien ohne digitalen Endgeräte zu Hause so etwas stemmen müssten. Darauf ist unser Bildungssystem nach wie vor nicht vorbereitet, meine Damen und Herren. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch in welchem Zeitraum auch immer, aber das Ziel muss da sein, alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu einem digitalen Endgerät haben, meine Damen und Herren. Aber Bildungserfolg hängt nicht nur von der digitalen Ausstattung ab, sondern eben auch davon, ob Eltern helfen können oder nicht. Und deshalb muss es oberstes Ziel unserer Schulpolitik sein, meine Damen und Herren, Schulschließungen zu vermeiden, zu verhindern, dass auch einzelne Klassen in Quarantäne kommen, meine Damen und Herren. Und wenn der Kultusminister heute hier sagt, letzte Woche waren es 6, heute sei es nur eine Schule, die vollständig geschlossen ist, meine Damen und Herren, jawohl, aber was ist denn mit den Schulen, die zu 90% geschlossen sind? Die führen Sie überhaupt nicht auf. Ich nenne einmal die Otto-Hahn-Schule in Hanau, eine kooperative Gesamtschule mit rund 2.000 Schülerinnen und Schülern. Der Hauptschulzweig komplett geschlossen, Stand heute. Der Realschulzweig komplett geschlossen, Stand heute. Die 6., 7., 8., 9., 10. Klasse komplett in Quarantäne, meine Damen und Herren. Nur die 5., 6. und die Oberstufe sind überhaupt in der Beschulung. So etwas führen Sie überhaupt nicht auf, meine Damen und Herren. Herr Kultusminister, das ist wieder einmal Statistik à la Lords. Das ist nicht verlässlich und nicht ehrlich. Nochmal, wir müssen verhindern, dass es zu Schulschließungen kommt, auch dass Klassen in Quarantäne gehen. In der Regel sind das meistens 2 Wochen. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass es dazu gar nicht kommt. Und wenn das heißt, es muss mehr Abstand eingehalten werden, dann muss auch mehr Abstand da sein, Herr Kultusminister. Ich glaube, viele Schulklassen wären dankbar, sie hätten solche Abstände und solche Räume wie wir. Ich glaube, dass das nicht der Normalfall an Schulen ist, meine Damen und Herren. Der ausschließliche Zwang zum Normalbetrieb, den halte ich für falsch. Es gibt Schulen, die haben Konzepte mit Digitalisierung vielleicht, möglicherweise auch ohne, einen strukturierten Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht durchzuführen. Die Leiter der beruflichen Schulen haben uns erst dazu geschrieben vor ein paar Tagen und ebenfalls bedauert, dass sie das ablehnen und den Zwang zum Normalbetrieb eben erzwingen. Und da sage ich, lassen Sie doch einfach dort, wo es gute Konzepte gibt, gerade wo es ältere Schüler sind, wo Eltern eben nicht auch noch Betreuung leisten müssen, die Schüler, die selbstständig lernen können, überlassen Sie denen doch die Möglichkeit, solche Konzepte auch auszuprobieren. Es mag für einen beschränkten Zeitraum sein als Modellprojekt, aber hier macht der Zwang keinen Sinn, meine Damen und Herren. Niemand erwartet, dass unter den aktuellen Bedingungen alles reibungslos läuft, keine Frage. Aber gelungen ist der Schulstart mit Sicherheit nicht. Und, meine Damen und Herren, der Minister sagte vorhin, die Pandemie verlangt unseren Schulleitungen und den Lehrkräften Außergewöhnliches ab. Das ist vollkommen richtig. Aber Sie haben etwas Entscheidendes vergessen, nämlich die Pandemie und die Sprunghaftigkeit des Kultusministers verlangen unseren Schulleitungen und den Lehrkräften Außergewöhnliches ab. Ich habe so viele Schulen besucht, vor den Ferien, nach den Ferien, die mir immer wieder gesagt haben, wir sind ja bereit, das alles zu leisten und den nächsten Schritt zu gehen. Aber doch bitte nicht immer am Freitagabend, bevor der nächste Schritt montags kommen soll, oder wenn ein langes Wochenende war, das ist ja öfters im Frühling, dann eben mittwochsabends, meine Damen und Herren. So kann man nicht mit Schulen umgehen. Da wird Vertrauen verspielt. Das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen und ausdrücklich allen Schulen und den dort Beschäftigten bis hin
zu den Sekretariaten und den Hausmeistern und den Teilhabeassistenten, aber auch allen Schulleitungen und Lehrkräften. Vielen Dank und Anerkennung für diese Arbeit und diese Leistung. Gerade Schulleitungen haben das, was sie sonst einmal im Jahr machen, einen gesamten Stundenplan neu planen, haben die zigmal machen müssen in den letzten Monaten, meine Damen und Herren. Das ist eine besondere Anstrengung, und das muss auch wertgeschätzt werden. Und der Minister sagte, man habe sich sorgsam an die Schulöffnungen herangetastet. Ich glaube, dass die Schulen das so nicht teilen würden, sondern dass die Grundschulen, ich habe das hier schon einmal aufgezählt, schon am 12. März war das Plädoyer des Ministerpräsidenten, alle Schulen offen zu halten. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich teile das. Das war damals noch die Einschätzung. Die Infektionsexperten haben etwas anderes später gesagt. Am Tag danach wurden die Schulen geschlossen. Dann sollten die Grundschulen wieder öffnen mit der 4. Klasse. Da gab es ein Gerichtsurteil, weil man wohl fahrlässig etwas zu früh überlegt hatte. Dann wurde es wieder zurückgenommen. Dann plötzlich sollten die Grundschulen in den 4. Klassen 5 Tage die Woche öffnen. Dann alle, aber im Wechsel. Also es war ein Hin und Her. Und ich glaube, solche Belastungen muss man anders vorbereiten, als wie es hier in Hessen geschehen ist. Und ich will auch erinnern, Herr Kultusminister, man kann ja immer mit Bildungsgerechtigkeit argumentieren. Das sind wir die Ersten, die an Ihrer Seite sind. Man kann auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf argumentieren. Aber vor solch einem Öffnungsschritt zu sagen, man fände es spannend, wenn jetzt 2 Wochen lang die Grundschulen komplett geöffnet sind, um sich mal anzuschauen, wie das Infektionsgeschehen ist, meine Damen und Herren, so kann man mit Schulen, mit Eltern, mit Schülerinnen und Schülern nicht umgehen. Ich will es noch einmal sagen, man kann manche Entscheidungen ja als gut oder falsch finden. Und sicherlich war das alles nicht einfach und auch für die ganze Bildungsverwaltung nicht. Und ich will auch sagen, wir als Sozialdemokraten haben ausdrücklich nicht jedes Stöckchen genommen und sind drüber gesprungen. Wir haben auch durchaus gesagt, an Stellen, wo wir es für richtig hielten, dass wir an Ihrer Seite stehen. Bei den Abiturprüfungen. Wir haben von vornherein gesagt, trotz allem Druck, den es rundherum auch gab, dass wir das Durchziehen dieser Abiturprüfung für richtig hielten. Weil die Schülerinnen und Schüler eben ausreichend Zeit hatten, sich vorzubereiten. Und zumindest die schriftlichen Prüfungen fast, zwar unter schwierigen Bedingungen, aber mit guter Vorbereitung leisten konnten. Wir haben das nicht geteilt bei den Haupt- und Realschulprüfungen, weil da eben ein ganz schwieriger Zeitraum zur Vorbereitung war. Deswegen bitte auch hier deutlich machen und deutlich sehen, dass wir differenziert agieren und eben nicht nur Opposition spielen und gerade in dieser schweren Zeit auch durchaus sehr differenziert agiert, meine Damen und Herren. Übrigens halte ich es für jetzt den richtigen Zeitpunkt, auch darüber zu sprechen. Auch das wäre spannend gewesen, eine Regierungserklärung, wie Sie gedenken, mit dem Abitur 2021 umzugehen. Weil zentrale Prüfungen im nächsten Jahr, ohne dass klar ist, welcher Unterricht hat in welcher Klasse überhaupt stattgefunden, finde ich schwierig. Ich würde es für sinnvoll halten, hier mal wieder zu dem alten Modell der schulbezogenen Abiturprüfung zurückzukommen und nicht einfach nur zu sagen, wir verschieben die Prüfung von vor den Osterferien auf nach die Osterferien, meine Damen und Herren. Deswegen mein Appell, bitte bei allen Entscheidungen, aber beziehen Sie die Betroffenen mit ein. Und damit meine ich nicht nur Ihre vielbeschworenen Praxisbeiräte, die wie im Fall von Corona kurz vor den Sommerferien einberufen wurden, obwohl die Pandemie schon seit März ging. Das hat mich auch etwas gewundert. Und dann am Ende solche Beiräte dafür vor allem benutzt werden, um Argumentationen, um Entscheidungen aus dem Kultusministerium besser zu verkaufen, aber eigentlich keine wirklichen Mitentscheidungsmöglichkeiten haben, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dann die Schulen informieren, Herr Kultusminister, bitte informieren Sie die zuerst und nicht zuerst die Presse. Auch das ist eine Frage des fairen Umgangs und nicht anständig gewesen in den vergangenen Monaten. Und dass das Lernen auf Distanz ja in den letzten Monaten überhaupt ein Stück weit funktioniert hat, mehr oder weniger, viele haben sich Mühe gegeben, das hat aber auch etwas damit zu tun, dass Lehrkräfte ihre eigenen Ressourcen, ihre eigenen Geräte eingesetzt haben. Ich habe mich im Mai ja mal erdreistet, im Kulturpolitischen Ausschuss zu fragen, Herr Kultusminister, mit welchen Geräten sollen Lehrkräfte eigentlich von ihrem eigenen Zuhause diesen Kontakt mit Schülerinnen und Schülern pflegen? Und die Antwort wäre leicht gewesen, ja, mit ihren eigenen Geräten. Das ist bedauerlich, es geht nicht anders, aber wir sind dankbar, dass die sie einsetzen. Das war nicht die Antwort, meine Damen und Herren. Die Antwort war, Lehrkräfte können wie bisher ihre privaten Geräte einsetzen, als sei das gönnerhaft. Das finde ich nicht angemessen, meine Damen und Herren. Wir können dankbar sein, dass die Lehrkräfte hier die eigenen Geräte besitzen. Auch das tun gar nicht alle, hier ihre eigenen Geräte eingesetzt haben.
Denn gäbe es eine wirkliche Digitalisierungsstrategie der hessischen Schulen, dann wäre das alles besser gelaufen. Wie gesagt, es ging oft nur durch die Unterstützung, durch das Mitmachen der Schülerinnen und Schüler, dort, wo es zu Hause ging, aber auch der Lehrkräfte. Sonst wäre vieles viel schiefer gelaufen, meine Damen und Herren. Und was ich auch immer wieder festgestellt habe ist und immer noch feststelle, ist, in all den Hygieneplänen, die vorlagen und vorliegen, in den Leitfäden, ist fast immer nur von Empfehlungen die Rede. Davon, was man machen sollte. Jetzt heißt es ja übrigens auch, 1,50 Meter Mindestabstand, klar, wird empfohlen, sollte man einhalten, wo es geht, bei Konferenzen. Aber wenn er nicht eingehalten wird, ist es auch nicht schlimm, meine Damen und Herren. Da macht man es sich, wie es einem gefällt. Und mehr verbindlichere Aussagen wären wünschenswert. Es fehlt an klaren Aussagen. Wie lange darf Fernunterricht eigentlich gehen? Wie viele Aufgaben darf man geben? Es ist unklar. Ja, was macht man, wenn kein Abstand eingehalten werden kann? Was ist mit Klassenräumen, die vielleicht bald nicht mehr gelüftet werden können, wenn es draußen kalt wird? All dazu fehlt es an Antworten. Oder dazu, wenn alle Schülerinnen und Schüler 20 bis 30 Sekunden, wie es der Plan vorsieht, ihre Hände waschen, wie viel Zeit bleibt dann noch übrig für den Unterricht? Auch das, meine Damen und Herren, sind alles Fragen, mit denen die Schulen alleine gelassen werden. Und jawohl, es gibt auch Testmöglichkeiten für Beschäftigte. Wir werden heute Abend noch darüber reden. Aber wie lange muss man denn warten, bis so ein Testergebnis da ist? Was ist denn das für eine Teststrategie, wenn ich 9 bis 10 Tage warten muss und in der Zeit in verschiedenen Klassen eingesetzt sind, meine Damen und Herren? Das ist bestenfalls eine gute PR-Strategie, aber hat mit Gesundheitsschutz dann nichts mehr zu tun. Wir appellieren nochmal, lassen Sie den Schulen Handlungsspielräume zu, dort, wo es gute Konzepte gibt, dort, wo die Schülerschaft in der Lage ist, auch selbstständig zu lernen, und nehmen Sie Abstand von eben dem Zwangsnormalunterricht. Das heißt auch, am Beispiel der integrierten Gesamtschulen, ich will die ausdrücklich nennen, dass die nicht gezwungen werden, in Kursen zu unterrichten, auch wenn sie nicht im Rahmen der aktuellen Binnendifferenzierung das Modell der Binnendifferenzierung gewählt haben. Die wollen ihre Lerngruppen zusammenlassen, damit die Gruppen nicht gemischt werden. Zwingen Sie die nicht dazu, wieder in ABC-Kurse zu gehen für diesen Zeitraum, damit eben da mehr Sicherheit an den Schulen ist. Und Gleiches gilt eben dafür, auch mehr einen strukturierten Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht zuzulassen. Auch, meine Damen und Herren, am Ende nicht nur um Klassenräume und Klassengrößen zu reduzieren, auch eben um Schulbuskapazitäten besser auszunetzen. Denn da haben wir ja im Kulturpolitischen Ausschuss gehört, das kümmert Sie überhaupt nicht, auch wenn jetzt offenbar Gespräche stattfinden. Wir haben da wieder nur auf die Schulträger verwiesen und auf die Verkehrsträger. Trotzdem muss es auch doch Aufgabe sein und Verantwortung sein, das Landes Hessen Eltern Sorgen ernst zu nehmen, dass da Kinder in Bussen zusammengefercht sind, meine Damen und Herren. Da muss man doch, gerade wenn es finanziell bei den Kommunen eng ist, helfen und Unterstützung leisten, meine Damen und Herren. Und weil sich der Minister ja jetzt wieder hingestellt hat und stolz gesagt hat, die Schüler bekommen Geräte, ich glaube 60.000 waren es, die Lehrer bekommen bald auch Geräte, und man werde jetzt auch dafür sorgen, dass es Hilfe gibt beim IT-Support. All diese Punkte, meine Damen und Herren, haben wir schon seit vor Monaten, zum Teil vor Jahren angesprochen und gefordert, meine Damen und Herren. Und was hier von der Landesregierung immer wieder gesagt wurde, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht unsere Zuständigkeit und das geht uns auch nichts an. Übrigens genauso, was den Modernisierungsbedarf an Schulen angeht. Und was man jetzt wieder erlebt, dass nur der Druck von außen hilft. Ich verstehe ja, dass der Druck der SPD und der Opposition eh nicht reicht. Aber wenn die Kanzlerin sie einbestellt, dann geht es offenbar. Dann sollte sie sie offenbar öfters einbestellen, meine Damen und Herren. Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, tut sich nichts, es sei denn, der Bund gibt Geld dazu. Endgeräte für Lehrkräfte, es tut sich nichts, es sei denn, der Bund gibt Geld dazu. Mittel für IT-Support der Schulträger, es tut sich nichts, es sei denn, der Bund gibt Geld dazu. Ein Stufenplan, den wir gefordert haben, den Sie auch noch vor 2 Wochen abgelehnt haben, jetzt kommt er endlich, weil eben wenigstens der Bund hier Druck gemacht hat und gesagt, ihr müsst gucken, dass ihr hier mehr Planbarkeit schafft für die Eltern, für die Familien, für die Lehrkräfte, damit die wissen, was der nächste Schritt ist, wenn Infektionsgeschehen eben steigt, meine Damen und Herren. Deswegen setzen Sie den bitte zügig um. Und zum Schluss, weil ja durch diese ganze Pandemie immer wieder Baustellen
hervorgetreten sind, die wir eigentlich lange kennen. Sie haben in Ihrer Pressekonferenz, Herr Minister, noch den Lehrermangel jetzt plötzlich der Pandemie zugeschoben. Ich glaube, wir waren schon einmal weiter in diesem Haus. Und da muss ich sagen, wir haben solche Baustellen, Lehrermangel. Da helfen übrigens auch TVH-Verträge und VSS-Mittel. Da können Sie Millionen einstellen, wie Sie wollen. Es gibt ja überhaupt keine qualifizierten Kräfte, zumindest im Grundschulbereich, um hier Vertretungsleute zu finden. Also Lehrermangel ist eine Baustelle, die dadurch besonders hervortritt. Digitalisierung ist eine Baustelle, die weiter angegangen werden muss. Und kommen Sie da auch nicht mit dem alten Schule in Zukunft von 2001, was damals irgendwie in IT gesteckt wurde, ist doch heute längst auf dem Schrottplatz, meine Damen und Herren. Da muss endlich einfach mehr passieren, bis hin eben zu Endgeräten für alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Schülerinnen und Schüler. Und wir müssen die Schulen besser unterstützen, eben beim Ausbau, bei der Modernisierung, für Ganztag, aber auch dafür, dass eben auch ausreichend Waschbecken und sanitäre Einrichtungen vorhanden sind. Und wir müssen, meine Damen und Herren, gerade im Hinblick darauf, dass einiges nachgeholt werden muss und dass wir dafür sorgen müssen, dass eben keine Schülerinnen und Schüler abgehängt werden durch diese letzten Monate, dass individuelle Förderung ausgebaut wird, nicht nur in ein paar Ferienkursen, dass die nächsten Jahre eben Zeit- und Förderkurse dafür da sind, dass Versäumtes nachgeholt werden kann. Dazu wünsche ich mir ein Konzept, dazu hätte ich heute gerne etwas gehört, meine Damen und Herren. Und schließlich, es klingt abgedroschen, aber jede Krise hat ihre Chancen. Und gerade das, was sich im Bereich Digitalisierung entwickelt in letzter Zeit, das müssen wir nutzen, um einfach jetzt auch die Lehrkräfte mitzunehmen, um noch mehr Fortbildung anzubieten. Denn ich glaube nicht, dass das nur eine Form der Krisenbewältigung ist mit dem Distanzunterricht. Ich denke schon, dass durch gute Konzepte, dass künftig die digitale Säule eine konstante Säule im Leben der Schule sein sollte, wenn ein Schüler Langzeit erkrankt, wenn ein Schüler im Auslandsjahr ist, was auch immer. Es gibt so viele Ideen, über die man nachdenken kann, wie es Sinn machen kann, Digitalisierung immer als zweite Säule in einem Schulkonzept zu verankern, wohl wissend, dass sie nie den Präsenzunterricht ersetzen kann, aber doch, um hier mehr Bildungschancen, mehr Bildungsqualität zu schaffen, meine Damen und Herren. Herr Minister, Sie haben kürzlich gesagt, Sie seien so motiviert wie nie. Das überrascht mich jetzt nicht nach nur 6,5 Jahren, weil jetzt ist es endlich Zeit, durchzustarten. Wenn Sie das angehen wollen, wir sind an Ihrer Seite, aber jetzt muss es endlich auch losgehen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Abg. May. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Die Corona-Pandemie verlangt uns allen sehr viel ab. Viele Menschen in unserem Land haben Sorgen, Sorgen um ihre Gesundheit, um ihre wirtschaftliche Existenz, aber auch Sorgen darum, ob die Strukturen, auf die sie sich verlassen, wie z. B. ein regelmäßiges Schulangebot stattfinden kann. Diese berechtigten Sorgen und Interessen, die teilweise gegenläufige Richtungen haben, sollten uns vor Augen sein, wenn wir die politische Debatte hier führen und uns, glaube ich, auch die Tonlage vorgeben, mit welcher wir hier debattieren sollten. Und von daher möge sich an jeder prüfen, wenn wir jetzt sozusagen über Vorgänge, die der Vergangenheit angehören, sprechen, ob man es tatsächlich zu dem Zeitpunkt, über den man heute sagt, man wüsste es besser, es zu dem Zeitpunkt besser gewusst hat. Das vielleicht erst einmal zur Einordnung der Debatte. Ich glaube, etwas Zurückhaltung tut uns da allen gut. Und ich glaube, dass aus der Sichtweise derjenigen, die im Frühjahr gehandelt haben, als wir die Schulen geschlossen haben, als es zum Lockdown war, dass das in der Situation eine richtige Entscheidung war. Es war eine verantwortungsvolle Entscheidung, die auf Grundlage der damaligen Daten und Erkenntnisse gerechtfertigt war. Und dass das deswegen auch eine vernünftige Entscheidung war, weil es eine Entscheidung der Vorsicht war. Aber wir haben in dieser Zeit der unterrichtsersetzenden Maßnahmen auch gelernt, dass Lehrerinnen und Lehrer sich sehr schnell anpassen können, dass sie sehr schnell eben die unterrichtsersetzenden Maßnahmen entwickelt haben. Dort, glaube ich, ganz Großes geleistet haben. Aber dass trotz aller dieser Initiativen der Unterricht in Präsenz nicht zu ersetzen ist, nicht gleichwertig zu ersetzen ist und dass der Unterricht als Präsenzunterricht eine ganz eigene Qualität ist.
Nur im Präsenzunterricht mit seiner direkten Interaktion kann in dem Maße gefördert werden, wie wir es uns alle wünschen. Insbesondere Kinder, deren Eltern zu Hause nicht die ideale Unterstützung haben, haben in der Situation Nachteile erlebt. Auch die Ergebnisse einer jüngsten Studie des IFO-Instituts deuten darauf hin, dass sogar die leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler durch unterrichtsersetzende Maßnahmen nicht genauso gut gefördert werden konnten wie im Präsenzunterricht. Und weil wir wollen, dass alle Kinder und Jugendlichen die besten Chancen haben, haben wir bereits vor den Ferien das Ziel formuliert, das neue Schuljahr wollen wir im Präsenzunterricht starten. Und seit über zwei Wochen läuft dieses Schuljahr nun wieder im Präsenzunterricht. Und auch ich möchte an dieser Stelle meinen Dank an alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrer und Lehrer und alle in Schulen Beschäftigten richten, dass sie das so möglich machen. Vielen Dank. Aber der Schatten der Corona-Pandemie wird auf Dauer über dem Schuljahr liegen. Er wird sich nicht so schnell verziehen. Und es wird immer wieder dazu kommen, dass es zu gezielten Testungen, dass es zu Quarantänemaßnahmen kommt. Und ich sage auch ganz klar, wir brauchen die allgemeine Maskenpflicht bis zum Platz, damit der Präsenzunterricht stattfinden kann. Und wir brauchen es auch gegebenenfalls, dass Gesundheitsämter vor Ort, wenn das Infektionsgeschehen es gebietet, diese Maskenpflicht auf das Unterrichtsgeschehen ausweiten. Das geschieht alles, um den Präsenzunterricht zu erhalten. Denn für uns ist klar, lieber Maske auf als Schule zu. Und nur wenn das alles nicht ausreichen sollte, kommen Maßnahmen zur Reduzierung des Unterrichtsgeschehens, z.B. Wechsel zwischen Unterricht vor Ort und unterrichtsersetzenden Maßnahmen oder das erneute Schließen von Schulen auf Dauer in Betracht. Vorrang muss der Präsenzunterricht haben, da uns der Verzicht darauf während Corona nochmals deutlich gemacht hat, wie wichtig dieser für die Schülerinnen und Schüler ist. Und das zeigt auch einen ganz deutlichen Unterschied zwischen der Regierungskoalition und der SPD-Opposition, was sie heute vorgelegt hat. Denn trotz der einleitenden Worte vom Kollegen Degen, die auch den Präsenzunterricht und seine Bedeutung so sehr gelobt haben, ist doch in Ziffer 4 versteckt, dass sie dort eben einen Wechsel zwischen Präsenz- und unterrichtsersetzenden Maßnahmen, die nennen es Distanzunterricht, einführen wollen, und zwar ab der weiterführenden Schule, also ab Klasse 5. Das, was Sie hier vorschlagen, was Sie uns beschließen lassen wollen, ist im Prinzip der Einstieg zurück in die unterrichtsersetzenden Maßnahmen. Und ich glaube, da sind Sie viel zu früh dran. Ich glaube, das ist genau das falsche Signal, sondern wir brauchen jetzt Verlässlichkeit für die Eltern, für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer. Und deswegen sagen wir sagen Vorrang für den Präsenzunterricht. Gleichwohl ist uns natürlich auch klar, dass man auf alle Fälle vorbereitet sein muss und dass eben es auch Fälle denkbar sind, wenn das Infektionsgeschehen sich verschlechtert, dass es eben wieder zu zeitweisen Schulschließungen kommt oder es eben ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und unterrichtsersetzenden Maßnahmen stattfinden muss. Herr Kollege, dann lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Kuhner zu? Nein. Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown sind dort systematisch auszuwerten gewesen. Das ist sicherlich eine wichtige Hilfe für die weitere Unterrichtsgestaltung. Und was die technische Ausstattung angeht, über die hier gerade schon gesprochen wurde, es ist nicht nur Vorsorge für Schulschließungen, dass wir jetzt in erheblichem Maße in Leihgeräte investiert haben. Denn unabhängig davon, ob der Schulbetrieb in Präsenz weitergehen kann oder ob wir die mobilen Leihgeräte dann eben bei einer unterrichtsersetzenden Maßnahme einsetzen wollen. In beiden Fällen haben wir richtig getan. Es ist sowohl Vorsorge als auch eben Bereicherung des Unterrichtsgeschehens und dadurch, glaube ich, eine richtige Investition in unsere Schulen. Und das Land Hessen hat auch in dieser Maßnahme seine Pflicht weit übererfüllt, sodass den Schulträgern anstatt 37 Millionen € 50 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das Geld ist auch schon längst da. Es wird auch schon dafür verausgabt. Und wenn Sie sich den Pressespiegel in den Sommerferien angeschaut haben, dann haben Sie auch dort gesehen, wie die Schulträger vor Ort schon eifrig dabei waren, Tablets zu kaufen, also
Zum Beispiel hat der Kassel gemeldet, Elden Juli 3.300 Seiten, zum Schuljahresbeginn schon da, Offenbach 3.400 Anfang August. In meinem Heimatkreis sind 700 schon ausgereicht, der Hochtaunuskreis meldet schon 2.000 Tablets. Also Sie sehen, dort ist schon einiges in Bewegung, sodass in der Summe, wie der Kultusminister eben gerade bekannt gegeben hat, schon 60.000 Tablets und Endgeräte zur Verfügung stehen. Und wenn man sich anschaut, wo das hingeht, dass jetzt Lieferschwierigkeiten aufgrund des gleichzeitigen Einkaufs stattfinden, ist ja nur ein Zwischenschritt. Am Schluss werden wir rund 120.000 Endgeräte für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung haben. Und das zeigt eine gewaltige Investition in unser Schulsystem. Und auch an dieser Stelle zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen unserer Herangehensweise, nämlich den Schulträgern das Geld zur Verfügung zu stellen, und dem, was die SPD in diesem Landtag vertritt. Sie hat in Ziffer 6 heute beantragt, dass diese Beschaffungen von Seiten des Landes gemacht werden sollen. Nur so kann man die Forderung verstehen, dass die Landesregierung dafür zuständig sein soll, die Schulen zu versorgen. Ich glaube, dass unser Vorgehen das Richtige ist, denn die Schulträger sind im Zweifel die, die besser wissen, wo die Maßnahmen dringend notwendig sind. Ich glaube, dass die Schulträger es sind, die am besten wissen, wie mit den Leihgeräten umgegangen werden soll. Und es wäre auch absurd, wenn es an Schulen zwei Sorten von Geräten gäbe, nämlich diejenigen des Landes für die Schülerinnen und Schüler und diejenigen des Kreises. Das macht alles keinen Sinn, was Sie hier vortragen. Ich glaube, dass unser Vorgehen das Richtige ist, und die kommunale Familie sieht das nach meinem Dafürhalten genauso. Und diese Koalition hat auch nicht erst mit Corona sehr viel im Bereich Digitales unternommen. Mit dem Digitalpaktgesetz haben wir die Digitalpaktmittel mit 25% gesteigert, so viel wie kein anderes Bundesland. Dazu zusätzlich haben wir das Programm Digitale Schule Hessen aufgelegt. Und damit, das scheint anscheinend noch nicht jeder zur Kenntnis genommen zu haben, gerade einen Schwerpunkt auf Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer gesetzt, sodass gewährleistet ist, dass die neue Technik tatsächlich dann auch gut eingesetzt werden kann. Das zeigt doch alles sehr deutlich, dass wir im Bereich digitale Schule viel auf den Weg gebracht haben. Die Problematik des leergefegten Lehrerarbeitsmarktes, die alle Länder im Übrigen betrifft, und viele Länder haben dort weit weniger stark darauf reagiert als wir, haben wir auch stark angegangen. Wir haben in diesem Schuljahr zusätzliche Studienplätze, wir haben zusätzliche Plätze im Bereich des Referendariats auf den Weg gebracht. Wir haben zusätzlich dazu Stellen im Bereich Quereinstieg in die Grundschule auf den Weg gebracht. Und das zeigt alles ganz deutlich, es war nicht sozusagen Auslöser der Corona-Krise, dass wir in diesem Bereich aktiv geworden sind. Aber wir haben die Situation natürlich nicht einfach so hingenommen, sondern eben auch zusätzliche Mittel hier auf den Weg gebracht. Ich glaube, wir brauchen Breites. Wir brauchen eine Reaktion auf die aktuelle Situation und auch langfristiges Handeln. Insgesamt steht natürlich der Schuljahresbeginn 2020/2021 aber trotzdem im Fokus der Corona-Pandemie. Aber der Kultusminister hat auch schon schlaglichtweise darauf hingewiesen, haben wir trotzdem die Gelegenheit genutzt, unser Schulsystem weiterzuentwickeln. Mit dem Programm Die besten Schulen an den Orten mit den schwierigsten Herausforderungen werden Schulen besonders gefördert, wo es aufgrund des Umfelds besonders nötig ist. Dabei haben wir die Kräfte im Bereich UBUS, Schulsozialarbeit und im Bereich der sozialen Integrationsindexes auch im Bereich der Schulgesundheitsfachkräfte gezielt gesteigert. Mit den Landesprogrammen Pädagogisch selbstständige Schule haben wir Schulen neue Freiheitsgrade eingeräumt, mit denen sie neue pädagogische Konzepte für sich einführen können. Um den Zugang zu diesem Programm zu erleichtern, wird die Antragstellung künftig unterstützt und zeitlich flexibilisiert. Zudem werden die Versuchsschulen des Landes Hessen als Beraterinnen für diejenigen Schulen fungieren, die Interesse an der Teilhabe haben. Auch mit diesem Programm gehen wir weiter im Bereich Schulentwicklung und sorgen dafür, dass unser Schulsystem sich in Gänze weiterentwickeln kann.
Mit dem Programm zur Fachkräftesicherung wurden nicht nur die Ausbildungskapazitäten gesteigert, sondern eben auch zusätzliche Quereinstiegsmöglichkeiten geschaffen, damit zusätzliche personelle Ressourcen für die Grundschulen geschaffen. Auch der Ganztag wurde von uns in diesem Jahr kräftig wieder aufgestockt, und 340 neuen Stellen wurden hier hinzugefügt, sodass rund 90% der Schulen im weiterführenden Bereich ein Ganztagsangebot haben und fast zwei Drittel der Schulen im Grundschulbereich. Das zeigt alles ganz deutlich. Trotz der Pandemie haben wir den Schulen die Möglichkeiten in Hessen gegeben, die Möglichkeiten und die Mittel gegeben, sich weiterzuentwickeln. Und ich finde, das tun sie ganz hervorragend. Aber im Zuge der Pandemie muss man trotzdem feststellen, diese Pandemie wird uns noch einige Zeit herausfordern. Ich stelle noch einmal fest, wer den Eindruck zu verschaffen versucht, die Politik könne alle Einschränkungen aufheben und durch unbegrenzten Mitteleinsatz einen Zustand wie vor der Pandemie in der Pandemie herbeiführen, der agiert unredlich. Das funktioniert nicht. Das ist nicht realitätsfest. Wir unternehmen alles Mögliche, um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Schulalltag so gering wie möglich zu halten. Klar ist aber auch, dass es trotz aller Anstrengungen immer wieder Einschränkungen und Zumutungen geben wird. Wenn es das Infektionsgeschehen erfordert, wird es weitere Einschränkungen und Zumutungen geben. Unser Ziel ist es dennoch, dass der Hauptlernort für die hessischen Schülerinnen und Schüler die Schule ist, dass da hier alle Schülerinnen und Schüler am besten gefördert werden. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir dem Präsenzunterricht den Vorrang geben müssen, dass wir alle Anstrengungen darauf richten müssen, dass der Präsenzunterricht in der Schule gewährleistet bleibt. Vielen Dank.